Verbrenn das Buch. So viel Fahrenheit 451 gesehen, was? Oh, sehr nice. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 4. Ja, wir sind hier immer noch in Anna Marias Haus, nicht Haus, Wohnung. Und wir wollen jetzt den Laptop mal uns genauer anschauen und wahrscheinlich hacken. Das machen wir jetzt mal. Let's go. Und Anna Maria soll anscheinend in Ordnung sein, aber ich glaube, die hat sich da damals getarnt bei dem Foto. Also, let's go. Anna Marias Laptop hat keine Extras. Verknüpfungen zu einem Grafiktreiber und dem Internet. Noch nicht mal Spiele. Aber ein DVD-Laufwerk. Gut, wie war das nochmal mit dem Hacken? Kann ich hier... Nö. Dann muss ich halt mein Handy nutzen. Handy-Kai-Kabel. Verbinden. Okay, Moment. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. War wohl ein Wegwerfhandy oder wie? Was haben wir hier noch? Handbuch? Ach so. Uninteressant. Das Ding bietet nur wenig Potenzial. Damit kann ich nicht viel anfangen. Ein schicker Laptop mit einem DVD-Laufwerk. Also ich finde ja, das passt ja nicht so recht zusammen. Hat nicht viele Extras, nicht mal einen Grafiktreiber oder Verbindung zum Internet. Aber dann sagen, oh, DVD-Laufwerk. Wie soll ich denn eine DVD gucken ohne, einen Grafiktreiber. Oh, na gut. Wer bin ich schon? Klar, es gibt ja auch Daten-DVDs. Verstehe schon. Aber, ja. Und man muss bedenken, dieses Spiel hier kommt ja auch noch aus einer anderen Zeit. Aber, ja. Komm, jetzt machen wir mal die Dusche an. Schön Wasser verschwinden. Jetzt auf zu Nico. Einfach nur so zum Test. Hey Nico, kannst du mir gerade helfen? Wobei denn, George? Bei gar nichts. Aber... Hat vielleicht ein italienisch Buch hier, so ein Übersetzer oder so? Ne? Ja gut, dann gehen wir halt einfach mal. Ich habe zu wenige Informationen, um schon gehen zu können. Mimi. Okay. Reibt das Buch mit Salami ein. Das ist nicht richtig so. Anna-Maria muss das gelesen haben, bevor sie ging. Verbrenn das Buch. Zu viel Fahrenheit 451 gesehen, was? Oh, sehr nice. Sehr nice Anspielung. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, tatsächlich. Aber sehr cool. Für diejenigen, die es nicht kennen, Fahrenheit 451 ist eine Geschichte, ursprünglich ein Buch. Ich glaube, da gab es dann später auch eine Verfilmung. Ich habe es selber auch nie gesehen oder so, aber von meinem Vater mal mitbekommen. Wo quasi, da waren, ich weiß gar nicht, wir sind irgendwie in einem Gespräch mal drauf gekommen. Und in dieser Story ist es so, dass Bücher waren quasi unter Strafe verboten. Und die Leute haben sich dann, glaube ich, versteckt und was weiß ich nicht alles, irgendwie so. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf bekomme und irgendwas war da auch quasi mit so ein bisschen gehirnwäscheartig und so, glaube ich, wenn ich es nicht vor... Nee, das war ein anderes. Nee, vergesst Letzteres. Auf jeden Fall, dieses Fahrenheit 451 ist nämlich deswegen dann als Titel für diese Geschichte genommen worden, weil das die Temperatur ist, bei der Papier wohl verbrennt. Und ja, wenn ich das jetzt alles in richtig im Kopf habe, so in etwa. Aber es ist auf jeden Fall eine Anspielung darauf. Und wer es genau wissen will, der kann das jetzt natürlich nochmal nachgoogeln und mir bestätigen oder widerlegen, wenn ihr wollt. Und ja, an der Stelle das nur dazu mal gesagt. Und ja, die Dusche macht mich immer noch skeptisch. Wieso kann ich die anmachen?
kann die sowohl an- als auch ausmachen mit zwei verschiedenen Knöpfen. Warum? Und wo könnte ich noch Hinweise finden? Und was ist das hier? Ach so, das Licht wahrscheinlich, dass hier kein Lichtschalter ist oder so ein Schmarrn. Okay. Macht Sinn. Nichts. Aber warum geht hier nichts? Nichts. Hier. Keine Chance, mache ich nicht. Okay. Steckentel Flammen. Das ist nicht richtig so. Mach auf. Das klappt doch nicht. Und wieso die Schuhe und überhaupt? Ich verstehe das nicht. Die Bibel verbrennen? Was denke ich mir bloß dabei? Okay, damit haben wir die Bestätigung. Es ist eine Bibel. Sehr schön. Stift aus dem Hotelzimmer. Kenn ich. Was ist eigentlich dieses Homezeichen? Gar nichts. Handbuch, verbinden, nee. Aber komm, das muss doch irgendwas mit dem Laptop sein. Das Ding bietet nur wenig Potenzial. Damit kann ich nicht viel anfangen. Ja gut, aber vielleicht kannst du ja hier danach recherchieren. Das ist nicht richtig so. Danach recherchieren. Das funktioniert so nicht. Mir ist gerade nicht nach Schmökern zumute. Ich muss herausfinden, was mit Anna Maria ist. Ja. Dann gib mir doch mal ein paar Hinweise, George. Wie wär's damit? Ne? Weil ich weiß hier nicht mehr Bescheid, ehrlich gesagt. Das ist nicht richtig so. Aber? Das funktioniert so nicht. Nee, schade. Vielleicht kann ich ja ihr irgendwie ihre versteckte Botschaft entdecken. Keine Chance, mache ich nicht. Oder das mache ich nicht. Ich mach's mal aus. Ist vielleicht doch nur ein Detail, dass man das nutzen kann, aber Anna Marias Badezimmerwaage. Ja, okay, cool, aber das bringt mir halt alles nichts. Das funktioniert so nicht. Leute, ich befürchte, ich muss hier jetzt gerade mal nachschauen, weil ich habe keine Ahnung, was ich machen könnte. Also zumindest halt den einen nächsten Step. Versteht das schon? Oh, Moment, hier hängt Jesus. Hier ist noch was. Okay, ich muss doch nicht nachschauen. Eine U-Bahn-Fahrkarte und ein paar Fussel. Bis wohin geht das Ticket? Cipro, Musei Vaticani, in der Nähe der Mauern des Vatikans, glaube ich. Vielleicht wurde das Foto von Anna Maria ja ganz in der Nähe geschossen. Können wir jetzt dann weg? Haben wir jetzt genug Hinweise? Ich habe noch nicht genug Informationen. Nico, ich folge jetzt mal dieser Spur mit den Nonnen. Klar, ich bleibe hier und wühle mich durch diese Bücher. Du kommst nicht mit? Nein, danke. Ich warte hier auf dich. Aha, ihr seid also reingekommen. Ja, dank deiner Hilfe. Durch die Tür, wie ich sehe. Jo. Mit einem Schlüssel. Oh, der Schlüssel. Wissen Sie was? Er war die ganze Zeit in meiner Tasche.
Und ihr habt euch ja auch schon häuslich eingerichtet, wie ich sehe. Ansteckend, nicht wahr? Ansteckend? Die römische Lebensart. Ihr wisst nicht zufällig, wann Anna Maria wiederkommt. Ich habe nämlich ein Paket für sie. Sie ist für einige Zeit weg. Gib es lieber mir. Nein, werde ich nicht. Ich behalte es. Es sollte nicht in die falschen Hände geraten. Einen schönen Tag noch. Ja, dir auch. Boah, ich dachte schon echt, dass wir jetzt Probleme haben. Mark ist ein misstrauischer Bursche. Kein Wunder, dass er abgeschlossen hat. Außerdem will ich nicht wirklich da rein. Ja, warum klopfst du dann? Wahrscheinlich aus demselben Grund, warum du gerade gesagt hast, ich habe nicht genug Informationen. Zack, Tür auf. Okay. Ja, gut. Hey Archie, was geht mit dir? Hallo nochmal, Archie. Hast du mal einen Moment Zeit? Für dich, mein lieber Georgie, niemals. Ich meine, immer. Okay, Archie, es tut mir leid, aber ich habe hier noch was für dich, ne? Also, wir haben uns das nur kurz borgen müssen. Ja, bitteschön. Wenn ich Archie das Brot zeige, nimmt er es mir nur weg. Oh ja, das soll er auch. Was willst du noch damit? Das muss das sauberste, glänzendste Auto der Welt sein. Kein Wort über die Vogelattacke, alles klar. Okay, let's go. Wo soll ich jetzt hin? Vielleicht zum Vatikan? Ja, komm, let's go. Ich glaube, ich gehe zum Vatikan. Ja, wie viel wir da noch vor uns haben, Leute. Das ist der Wahnsinn. Die U-Bahn-Fahrkarte war ein Indiz. Nur ein paar Schritte und ich bin da. Das ist der Ort auf dem Foto. Was wohl hinter diesen Mauern ist? Vielleicht noch mehr Mauern. Naja, gut. Ja, aber es ist jetzt gut, wenn wir da jetzt einfach drüber geklettert, aber da sind wir nun mal nicht. Da haben wir eine Tür, ein Fenster, noch eine Tür, ein paar Wachen. Ein Mülleimer. Es geht hier sogar weiter, okay? Ich will jetzt noch nicht gehen. Ich brauche mehr Informationen. Ja, das ist ja verständlich. Ne? Das ist ja nachvollziehbar. Bist ja gerade erst angekommen. Der Abfalleimer ist voller Papier und Verpackungen. Nichts Nützliches. Es haben Abfalleimer so an sich, aber na gut. Guten Tag, die Herren. Kann ich mit Ihnen reden, bitte? Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Hallo, ich suche einen Freund. Können Sie mir helfen? Hä? Wie unhöflich. Der Kerl nimmt mich nicht mal zur Kenntnis. Wahrscheinlich, wenn ich das hier versuche. Tut mir leid, Sir. Hier haben Sie keinen Zutritt. Wenn Sie in den Vatikan wollen, müssen Sie ins Besucherzentrum. Ach Mist, wissen Sie, ich bin aus Texas und suche meine Highschool-Freundin. Sie hat Hals über Kopf bei eurem Laden angeheuert, kurz bevor wir heiraten wollten. Welche Abteilung bitte? Scheiße, keine Ahnung. Nonnenabteilung vielleicht. Machen Sie sich über mich lustig, Sir? Wollen Sie eine Nacht im Gefängnis verbringen? Teufel, nein, davon habe ich die Nase voll. Ich suche ja bloß Emmeline. Ich glaube Ihnen kein Wort. Nonnenabteilung. Puh. Wenn Sie mit diesem Affentheater weitermachen, lasse ich Sie einsperren. Haben Sie verstanden? Es stimmt wohl doch. Europa ist nicht mehr der Freund Amerikas. Wenigstens weiß ich jetzt, dass der Kerl lebt. Ja, das ist ja immerhin auch schon mal was, ja. Auf der Tafel steht Kloster des Ordens St. Michael. Also ist das ein Kloster. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Anna Maria eine Nonne ist. Da guckt jemand. Da guckt ja jemand. Ja, guten Tag. Hinter dem Fenster liegt ein kleines Büro. So. Manche Gesichter sagen, hau ab, ihres Bröt ist regelrecht.
Sie wirkt ein bisschen gestresst. Das ist aber ganz schön fies. Also das hätte ich auch freundlicher sagen können. Verzeihen Sie? Ja. Könnten Sie mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Ich glaube kaum. Oh, das ist aber schade. Ich habe dafür gebetet, dass Sie es tun. Haben Sie? Aufrichtig gebetet? Naja, diese Auf-die-Knie-Nummer habe ich mir gespart. Na gut. Da Sie sich zumindest bemüht haben, nett zu fragen, will ich mir ein paar Minuten Zeit nehmen. Ein paar Minuten Zeit vom anstrengenden Herumsitzen und nichts tun. Okay. Kennen Sie diese Nonne? Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Nein, nie. Sicher? Das Foto wurde offenbar vor dem Eingang des Heiligen Ordens gemacht. Halten Sie mich für eine Lügnerin? Nein, sorry, ich wollte nur... Es geht Sie zwar nichts an, aber ich arbeite hier noch nicht lange. Vielleicht war das vor meiner Zeit. Okay, und dann erzähl mal was. Was macht eine Nonne wie Sie in einem Ort wie diesem? Soll das ein Witz sein? Ursprünglich nicht, ist aber wohl irgendwie schiefgelaufen. Ich mag keine Witze. Was denn, niemals? Witze sind dem inneren Streben nach Frieden abträglich. Kennen Sie den mit der Schauspielerin und dem Bischof? Nein, und ich will es auch nicht. Selbst schuld, Schwester. Schwester Angelika für Sie. Welche Aufgabe haben Sie hier? Ich bin für die Seelsorge der Nonnen zuständig. Für ihre Sorgen. Und was ist das hier für ein Ort? Geht Sie nichts an? Oh, kommen Sie. Das ist hier ja kein Hauptquartier eines bösen Superhirns. Was können Sie mir über den Orden des Heiligen Michael erzählen? Den gibt es seit vielen hundert Jahren. Und mehr können Sie mir über den Orden nicht erzählen. Wenn Sie mehr wissen wollen, sollten Sie beim Orden selbst nachfragen. Ich muss wieder an die Arbeit. Okay, das war gerade komisch, als ob die irgendwie vergessen hatten, was einzusprechen und dann die Synchronsprecherin nicht mehr da hatten oder so. Aber ist euch das auch aufgefallen? Dieser eine Satz, den gibt es seit vielen hundert Jahren. War eine ganz andere Stimme. Aber na gut. Wir verlassen das Menü. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. War mir ein Vergnügen. Gut. Kann ich? Was machen Sie da eigentlich? Oh, sorry, ich brauchte mal eines der Tücher auf Ihrem Tisch. Und warum fragen Sie nicht einfach? Erst niesen, dann fragen. So hat man es mir beigebracht. Okay. Gut. Dann würde ich aber sagen, so ist es für diesen Part auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomets Fluch 4. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.